Willkommen aus Taiwan, hier mit dem brandneuen HTC Desire L-Telefon, was wir hier zu einem Pink dastehen haben. Das gibt es aber noch in Weiß und in Schwarz, wie ihr ganz klein auf dem Bild sehen könnt. Da steht nur die Zahl nicht von den technischen Daten. Ich erzähle dazu aber ein bisschen was. Das ist alles so ähnlich wie das Desire P, das Desire L hier. Hat allerdings 1 GB RAM, ist dadurch natürlich etwas schneller und kann auch 720p-Videos mit der 5-Megapixel-Kamera hinten drehen und nicht nur 800x480-Pixel-Videos wie das P. Allerdings hat das Display nur genau die Auflösung, die ich gerade genannt habe, auf 4,3 Zoll, deswegen, wenn wir bestimmte Texte aufrufen, wird das Ganze etwas groß aussehen. Was ich hier natürlich noch schnell machen kann, ist die Sprache ändern, denn selbst wenn ihr es natürlich mittlerweile in Asien kauft, könnt ihr hier trotzdem noch die Sprache ändern, weil man muss nur wissen, welche Menüpunkte man dafür drücken muss. Wie ihr sehen könnt, gleich wird es ganz auf Englisch sein und schon ist das Ganze für uns auch benutzbar. Wenn wir uns das Gerät von außen anschauen, hier in rosa, leider nur ausgestellt, Lautstärkeregler natürlich seitlich, sonst gar nichts. Wir können die Rückseite abmachen mit dem 1800 mAh Akku dahinter und Mikro-SIM. Dann ansonsten haben wir hier oben natürlich noch einen Kopfhöreranschluss, An- und Ausschalter und Micro-USB und auf der Rückseite hier die 5-Megapixel-Kamera mit Blitz, die wie gesagt 720p-Videos aufnehmen kann und natürlich Beats, Audio, Aufdruck und Lautsprecher. Wie ihr merkt, das Ganze ist angenehm schnell. Ich glaube, genau, wir sind auch im WLAN drin. Das heißt, ich kann hier entsprechend schön Chrome aufrufen, kurz hier oben hin tippen und sowas wie die New York Times zum Beispiel eingeben, was natürlich hier schön schnell eingetippt werden kann mit der Tastatur, während das Ganze hier lädt, was eigentlich auch schon geladen ist. Kann ich auch noch kurz zeigen, dass sich das Display auch hier schön angenehm schnell dreht mit dem 1 GHz Dual-Core-Prozessor. Und ansonsten seht ihr hier, dass es eigentlich auch ganz angenehm ist, hier zum Browsen und bestimmte Artikel zu lesen. Alles kein Problem. Ich kann auch die Desktop-Variante aufrufen, die dann entsprechend etwas anders aussieht. Aber das ist eigentlich auch hier völlig angenehm zu gebrauchen. Der Preis sollte bei ungefähr 300 Euro liegen. Für Europa ist allerdings noch kein Verkaufspreis angekündigt. Und das Gewicht ist mit 118 Gramm auch etwas leichter wie das Desire P, obwohl die Specs hier etwas schöner sind. Bis auf nur 5 Megapixel statt 8 Megapixel Kamera. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit des Prozessors plus 1 GB RAM ist wichtiger. Und wie ihr merkt, per WLAN, die größere New York Times Webseite dauert ein bisschen länger zum Aufrufen, aber selbst die kann hier ohne Probleme und mit gutem Fluss hier gelesen werden. Hier können wir auch rein und rauszoomen und das läuft auch hier angenehm flüssig. Was wir natürlich jetzt noch zeigen, ist kurz die Kamera und dann sind wir auch schon kurz fertig hier mit dem ersten Hands-on. Wie ihr merkt, die Kamera ist auch schön angenehm schnell, aber auch hier haben wir keine Frontkamera verbaut und nur oben eine Leiste mit Lautsprechern, damit wir Musik hören können. Und ja, das war es dann entsprechend auch schon mit dem allerersten Eindruck des brandneuen HTC Desire L hier in Taiwan aus einem HTC Store. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch Gahl und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.